Moin, herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge Let's Play LS17 Nordfriesische Marsch 4 von Map in der Version 1.6 ohne Gräben. Ja, wir sind so in den letzten Zügen des Häckselns. Ich hoffe, dass wir das in dieser Folge zu Ende kriegen. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Es ist doch noch einiges, was hier wegzuhäckseln ist. Aber hey, wir lassen uns mal überraschen. So, ich gucke gerade mal links oben ins Inspect-Plugin. Ja, der 900er Vario ist zum Abfahren. Also der ist unterwegs zur BGA. Und er hier fährt jetzt hier zum Häckseln. Das heißt, das kann hier munter weitergehen. Das ist soweit ganz cool. Ich habe leider jetzt gerade eine neue Abfahrsession angefangen. Und habe dabei jetzt ein Problem. Das Problem lautet Fiesenjung. Fiesenjung hat nämlich vergessen, den Cosplay-Kurs hier für den Heumer zu setzen. Und das heißt, ich muss jetzt eben den Rest des Feldes hier mal eben von Hand wegernten. Ja, den habe ich vergessen zu speichern, den Kurs, als ich die andere Session beendet habe. Den jetzt neu generieren, der ist so verwirrt, verworren. Da habe ich keine Lust zu. Automatische Helfer oder Standardhelfer oder auch AI funktioniert irgendwie hier nicht mit dem. Und daher habe ich mich jetzt gerade entschlossen, dass ich jetzt von Hand das eben zu Ende ernte, das Feld. Dabei kann man dann auch gleich mal so Kleinigkeiten wie hier die Ecken sauber machen. Und jetzt natürlich alles ein klein bisschen, aber es ist alles machbar. Mit dem Mais dreschen sind wir ja fertig. Die Fahrzeuge haben wir auch schon zurück zum Hof. Ich muss dann nochmal die Düngerproduktion ein bisschen weiter ankurbeln, indem ich da noch ein bisschen Mist hinbringe, damit die weiterläuft. Der Trailer ist aber schon voll, der den Mist dahin bringt. Der wartet praktisch nur darauf, dass ich fertig werde. Da ist doch noch eine ganze Menge hier, das Feld. Und ich habe natürlich keine wirklich große Arbeitsbreite. Aber hey, wie sagt man so schön, it is what it is. Wenn wir mit der Ernte fertig sind, dann müssen wir mal eben die Produktion überprüfen, was wir alles brauchen. Wenn wir wissen, was wir alles brauchen, dann kann ich auch gucken. Ja, jetzt hier immer so Schlangenlinien fahren ist ja auch doof, oder? Dann kann ich gucken, was ich ansehe in der nächsten Session. In einer der nächsten Sessions. Irgendwelche Rübenroder, die irgendwie 80 Meter Arbeitsbreite haben, dann fährt man hier einmal übers Feld. Nein, ist natürlich Quatsch. Können wir natürlich mal das Opa-DLC angucken. Ob ich damit was werde, ob ich da eine größere Arbeitsbreite habe. Das weiß ich nicht.
kann ich euch jetzt auch nicht zu, hier eine ganze Folge mit zuzugucken, wie ich hier so einen komischen Roper fahre, oder? Sollte das hoffentlich noch reichen. Ich glaube, Raps brauche ich auf jeden Fall in der nächsten Session. Raps oder Sonnenblumen. Einfach um, die Öl- und Dieselproduktion in Gang zu bringen. Weil ich möchte gerne hier überall Diesel verteilen. Ich weiß gar nicht, wie weit ich damit, ob ich das hier gemacht habe oder ob ich das im Multiplayer gemacht habe. Das kann ich jetzt gerade gar nicht sagen. Ich fahre jetzt einfach hier den schrägen Kurs. Brauche ich keine Schlangenlinien fahren. Ich habe das Feld dann auch irgendwann abgearbeitet. Abgeerntet. Das mit dem Häckselgut ganz gut zu funktionieren, mit dem Silo fahren. Ja, das hier ist ja so mein Standard-Zuckerrübenfeld, ne? Wobei so eine Monokultur kann ja eigentlich auch nicht gut sein. Oder was sagt ihr? Aber es liegt einfach so praktisch für die Zuckerfabrik. Ja, und wenn wir dann uns um die Produktion kümmern, dann können wir auch Sachen wieder mal verkaufen. Ich schätze mal, dass meine Bierproduktion komplett voll ist, also die Brauerei, die wird komplett voll sein. Da muss ich dann unbedingt was tun. Bin voll. Ich hab's nicht gemerkt. Bin einfach weitergefahren. Na los, abladen. Ja, ist ja richtig. Ich muss einmal rumfahren. Krieg den dann auch nur zu. Auch mal halb leer hier meinen.
war es dann auch. Jetzt fährt er ab. Ja, dafür kann ich dann hier direkt weiterfahren und weiter voll machen. Dauert ja nicht lang. Stehe ich gleich erstmal rum und warte. Oh, das macht nichts. Derzeit kann ich dann bei den anderen mal gucken, was da so geht. So schlimm ist das mit dem Feld hier auch nicht mehr. Das bringt aber einen ganz guten Ertrag ein. Ich will jetzt hier nicht zu viel machen. Mein Abfahrer ist noch nicht wieder da, das ist gut. Können wir mal gucken, was die anderen so treiben. Da so aussieht. Ja, ich weiß, ich steppe mich hier wild durch. So, nee. Wir gucken nicht, was die anderen machen, sondern wir bringen direkt den Mist weg. Ist ja auch schon wieder alles verschoben. Wieso verschiebt sich das hier? Ich meine, der ist nicht voll. Den habe ich mit Sicherheit nie so dahingestellt. Ich habe den direkt unters Band gestellt. Gibt's doch nicht. Kann das sein? Verschieben sich hier irgendwelche Sachen? Irgendwelche Fahrzeuge? Jetzt ist es auch das beschleunigte Förderband. Das ich ja irgendwann mal umgemoddet habe. Dauert das nicht mehr eine Stunde, bis der voll ist. Und wo wir gerade da sind, bleiben wir gleich mal hier und basteln uns ein. Ja auch gar nicht platzieren. Da will ich ja platzieren. Weil ich ja von der Seite auch immer ranfahre. Schön sehen, was hier alles drin ist. So, Raps haben wir nicht mehr. Schade. Müssen wir unbedingt machen. Kartoffeln. Ach,
Ja, aber darum kümmern wir uns später. So. Ah, die Zuckerrüben werden abgeladen. Ich kann also gleich weitermachen. Und er hier ist voll. Sehr, 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 sehr schön. Sehen wir mal zu, dass die Produktion hier funktioniert. Ist das eigentlich? Sind die Fahrzeuge eigentlich sauber? Sieht so aus, ne? Das heißt, meine Reinigungscrew, die ich eingestellt habe, die funktioniert. Reinigungscrew, fragt ihr? Ja, es gibt so einen Mod. Clean Crew heißt der. Da kann man dann einstellen, dass alle Fahrzeuge, die dreckig sind, alle 2 Tage um Mitternacht im Prinzip sauber gemacht werden. Das habe ich mir mal gegönnt. Das Stroh werden wir nicht einfahren. Ich denke, das werde ich einfach untergrubbern. Schneller machen, als wenn ich mich durchsteppe. Ja, meine lieben Freunde, wir sind noch nicht ganz fertig geworden, aber wir werden auf jeden Fall diese Woche fertig mit der Ernte, also noch vorm Wochenende. Wenn mich nicht alles täuscht, ist heute Dienstag. Also Mittwoch, spätestens Donnerstag, denke ich, sind wir mit der Ernte fertig. Mit allem, also auch inklusive Mais. Dann können wir gucken, was wir an Produktionen brauchen. Und dann können wir uns ans Aussehen machen. Ja, und das hier wird ja auch jetzt rapide kleiner. Der sich da gerade ziemlich dämlich ins Gebälk stellt, die Frucht stellt. Ich sehe mal zu, dass ich hier nicht so viel Zickzack fahren muss. Wenn die Ernte dann ein bisschen länger dauert. Ja, hey, wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir einen Kommentar, ein Like oder ein Abo, es würde mich freuen. Besucht mich bei Facebook Frisium13, auf meiner Homepage frisium13.de. Und ja, vor allem viel, viel wichtiger, schaut oben wieder rein. So, in diesem Sinne, sage ich ciao.